500 Menschen an einem Ort. Das wünscht sich der Oberbürgermeister von Magdeburg. Und das in diesen Zeiten. Dr. Lutz Trümper, der ist nicht nur Oberbürgermeister, sondern eben auch ein großer Fan vom 1. FC Magdeburg. Der Club bestreitet in den nächsten 2 Wochen seine ersten Spiele in der neuen Saison in der MDCC Arena. Und wenn es nach Trümper geht, dann auch eben gern mit mehreren tausend Zuschauern. Die Zeit der leeren Stadien könnte also bald vorbei sein. Schon für das Freundschaftsspiel des 1. FC Magdeburg gegen den VfL Wolfsburg am 5. September sollen zunächst 2500 Zuschauer zugelassen werden. Das Hygienekonzept der Stadt Magdeburg mit dem Gesundheitsamt steht jedenfalls. Wir haben personalisierte Sitzplätze. Jeder bucht seine Karte online und wir wissen genau, auf dem Platz sitzt Meier. Diese Daten kriegt niemand außer der Fußballclub und das Gesundheitsamt, aber auch nur im Falle eines Falles, dass wir nachverfolgen können, wer saß bei dem in der Nähe. Wenn sich herausstellt, irgendwann später, der war doch infiziert, das weiß man nicht hundertprozentig, dann muss man das nachverfolgen können. Und das ist die eine Basis. Zweite ist, die Abstände müssen groß genug sein. Und das Dritte ist, ich muss gewährleisten können, dass die Personen auch während des Spiels in ihren Bereichen bleiben. Bei erfolgreichem Verlauf könnten eine Woche später zum DFB-Pokalspiel des FCM gegen Darmstadt bis zu 7500 Zuschauer im Stadion dabei sein. Bilder wie diese wird es aber auch da nicht geben. Das entsprechende Konzept muss nun noch vom Gesundheits- und Innenministerium bestätigt werden. Wir haben ja relativ wenige Infektionen in Sachsen-Anhalt, also im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Und auch was die Neuinfektionen angeht, es gibt 8 neue in ganz Sachsen-Anhalt. Und das ist für Ministerpräsident Rainer Haseloff Grund genug, kein Maskenbußgeld in Sachsen-Anhalt einzuführen. Die Reaktionen